15. und 16. September fand die 9. Bahn in Baubernau statt. Im Sportforum präsentierten rund 70 Aussteller neben altbewährten auch interessante Neuheiten aus den Bereichen Haus, Energie und Umwelt. Auf der Bahn in Bau hier am 15. und 16. September können die Besucher eigentlich ganz viel Angebote und Neues sehen, was sie rund um ihr Eigenheim, rund um ihre Wohnung benötigen, was man halt immer wieder benötigt. Ich meine, auch wenn man mal ein Haus gebaut hat, irgendwann braucht man mal eine neue Tür oder ein neues Fenster oder auch mal eine neue Heizung oder ein neues Dach. Also sowohl für die, die bauen wollen, die noch kein Eigenheim haben, als auch für die, die schon ein Eigenheim haben, ist es eigentlich interessant, hier mal die Angebote zu vergleichen, zu gucken, was es gibt. Auch zu gucken, im Besucherfachprogramm gibt es einige interessante Themen, wo sich halt die Leute vorher schon mal informieren können, was für sie wichtig wäre, wenn sie ihr Haus planen, wenn sie ihr Haus bauen oder wenn sie irgendwelche Modernisierungen vorhaben. Auf der diesjährigen Baumesse stand die Gewinnung, die Nutzung sowie die Einsparung von erneuerbaren Energie besonders im Fokus. Eine Neuheit ist unter anderem der E-Tank der Firma NNB 55 aus Fürstenwalde. Der E-Tank ist ein Speichersystem, wo wir, sag ich mal, Solarenergie und Energie aus Abwärme und Prozesswärme, zum Beispiel bei Gewerbebauten, zwischenspeichern und da eine Phasenverschiebung machen vom Sommer zum Winter, wenn wir die Heizung benötigen oder einen Kühlbedarf haben. Unter den zahlreichen Ausstellern war auch die Firma Sanevo auf der Messe vertreten. Das Unternehmen entwickelt Blockheizkraftwerke, die nicht nur Wärme produzieren. Der Vorteil von Blockheizkraftwerken liegt darin, dass man gleichzeitig Strom und Wärme produziert. In erster Linie Wärme und in zweiter Linie Strom. Das Schöne ist ja, die werden auch immer kleiner und gleichzeitig allerdings effektiver. Wo kann man denn heutzutage die am effektivsten mit einsetzen? Also die BHKWs lassen sich heute vernünftig einsetzen ab Einfamilienhäusern. Das heißt, wir bieten Geräte an ab ca. 15.000 Kilowattstunden Wärmebedarf im Jahr. Das entspricht 1.500 Litern Öl. Auch dieses Jahr war die Bahn in Baubernau wieder ein voller Erfolg für die Aussteller und deren Besucher. Im kommenden Jahr können wir uns dann auf ein Jubiläum freuen, denn dann findet die Baumesse in Bernau bereits zum 10. Mal statt. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Bachmann Immobilien, lizenzierter Videomakler für die Region Berlin, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Dahme-Spreewald.